Jetzt bei RFH aktuell am Samstag. Das sind unsere Themen heute. Aufräumen in Haßleben. Aktuelles von der Pressekonferenz im Rathaus. Millionenprojekt abgeschlossen. Die Bauarbeiten am B6N-Zubringer bei Thale sind vorfristig beendet. Gymnasiasten starten sachsen-anhaltweites Projekt. Thesenrolle begleitet die Schüler auf dem Lutherweg. Neue Bänke für die Blütenstadt. Mehr Sitzgelegenheiten sollen aufgestellt werden. RFH. Informativ, aktuell, näher dran. Abwarten und erstes Aufräumen nach der Flut. Haßleben hofft auf den Rückzug des Wassers. Freitagvormittag ist es für viele der betroffenen Familien noch nicht besser. Noch immer steht der Ortskern hier in Haßleben unter Wasser. Grundstücke sind nur mit Warthose oder Boot erreichbar. Etwa 200 der Einwohner sind betroffen, darunter auch Ralf Meldau. Ja, stand 40 cm Wasser unten in allen Räumen. Ja. Und wie gesagt, Gott sei Dank, jetzt das Wasser ist erstmal weg. Jetzt den ganzen Schlamm raus. So, und dann müssen wir anfangen, alles trockenlegen und alles in Arsch. So, so wie es ist, untenrum. So schnell, wir konnten gar nicht so schnell raus, wie das Wasser kam. Ja, das Möglichste hatten wir hochgestellt, auf Steine gestellt erstmal. So, und jetzt müssen wir sehen, wie es weitergeht. Und jetzt die Hilfe dann danach, wie war es? Ein bisschen mit Sandsäcken und so dann Nachmittag? Ja. Es hat aber nicht viel genutzt, wie gesagt. Es ist ja nach unterem Fundament durchgekommen, weil es eben zu hoch war. Wir hatten ja, es stand hier, so wie ich in der Seite, so hoch war das Wasser. So hoch war das Wasser. So, wie gesagt, jetzt fangen wir hinten an. Wir können jetzt aber hier noch nicht aufmachen. Da hinten ist der Goldbach, der ist noch zu voll. Der steht voll. Weil wir hier keine Oberflächenentwässerung haben, geht hier eine Röhre lang, die jetzt den Goldbach anpumpt. Den mussten wir jetzt aber zumachen. Ne? Sonst drückt es zurück. So. Und jetzt wollen wir versuchen, das hier wenigstens erstmal nochmal wegpumpen, dass wir den anfangen, hart und gut erstmal rausschmeißen. Ne? Trotzdem beginnt so langsam das Aufräumen und die Pumpen laufen mit Notstromaggregaten. Wir haben jetzt im Moment doch ein bisschen mehr Mut, dass alles wieder ein bisschen mehr ins Lot kommt. Unser Nachbar hilft uns mit dem Strom, mit einem Aggregat und wir können jetzt unseren Keller leer pumpen und unseren Brunnen leer pumpen, weil wir uns unten alles versaut worden ist. Der ganze Gefrierschrank ist hin, alle Trockner, Hauswasseranschlüsse, es ist alles, was da noch in Gläsern und unten steht, kann man gar nicht beschreiben. Ist alles futsch und wir haben es nicht in den Griff gekriegt. Morgens um 1:30 habe ich meinen Mann wach gemacht. Um 4 war unser Sohn schon mit der Pumpe im Keller und dann hat man den Strom abgeschaltet. Und in dem Moment, innerhalb von einer halben Stunde, war alles voll. War der ganze Keller, wir haben nicht groß was ausräumen können, aus dem Gefrierschrank nichts wegkriegen können. Es war einfach furchtbar. Und gestern früh qualmte dann unser Verteilerkasten. Hm. Ne? Und seitdem sind wir dann ohne Strom. Jetzt wird den Handy gespuckt und aufgeräumt. Ja, müssen wir ja. Es bleibt uns ja nichts über. Was denken Sie noch einen Tag? Dann fängt das ja an zu stinken. Hm. Dann erträgt man das ja nicht. Das geht einfach nicht. Wir müssen uns selbst helfen, aber... die Nachbarn haben alle, und wenn wir Kaffee rübergegeben haben und wenn wir gegrillt haben oder was, es hat jeder irgendwas gemacht hier drüben. Der junge Mann hatte ganze Freunde da, die geholfen haben, und dann haben sie gegrillt hinterher. Wir haben das, aber Ängste haben wir ausgestanden, die eben nicht zu beschreiben sind. Aber jetzt nehmen wir es mit Humor. Ja, ja. Wir haben schon... Wie war das? 94? Schon mal was erlebt, bisschen. Ja, 1994 hatten wir schon Hochwasser, da stand es mehr, so ungefähr wie jetzt. 2004 hatten wir es dann, oder 2002, bis noch einen Meter höher. Aber was hier passiert ist, dass die Straße bis da oben hinzu war, Vollwasser, bis da runter Vollwasser. Und hier ist das gelaufen. Hier rum und darum, der ganze Park hinten, das ist alles noch voller Wasser. Es wird noch ein paar Tage dauern, ehe sich das alles wieder normalisiert. Aber es ist so, es ist das ganze Dorf. Es sind nicht nur wir alleine, die jetzt
Klagen ist übertrieben, das erlebt haben. Es sind noch andere, denen es noch viel, viel schlechter geht, wo die Wohnungen, was auch noch steht im Moment, ja, in den Wohnungen steht, was wir das Glück haben, dass wir ein paar Stufen ins Haus haben. Wir haben es dann in dem Keller, aber es ist eben nicht so schlimm, als wenn man jetzt die ganzen Möbel und alles rausräumen müsste. Ja. Es war alles bis hier ran, eine Fläche, bis hier hoch war es. Christel Eggert hat auch noch das Wasser in ihrer Straße vor dem Eingang und kommt nur durchs Fenster ins Haus. Und da zum Beispiel war sonst kein Wasser drin, aber so schlimm, wie wir es diesmal hatten, hatten wir es überhaupt noch nicht gehabt. Wie gesagt, vorne war ein reißender, richtig ein reißender Fluss, muss ich so sagen. Und von daher ist er immer noch. Und jetzt muss man natürlich die Schlammmassen. Der ist so eklig. Auch wie gesagt, die Garage muss man auch erstmal ganz schnell sauber machen, sonst das kriegen sie ja nie wieder raus. Das wird ja wie Beton. Aber wir haben, oh mein Auto, mein neues Auto, Gott sei Dank, nichts passiert. So hoch bis unterm Auspuff war es. Sonst hätte es wirklich, hätte es geschafft. Aber wir haben nochmal Glück gehabt, mein Gott. Jetzt haben Sie gerade keinen Zutritt zum Haus, kein Nee, Ziel. Nur diesen hier. Ach so. Sieht doch gut aus, ja, oder ja, nicht? Leider. Nee, das Schlimmste ist eben auch kein Strom. Hm. Aber wir haben noch Glück, wir haben noch ein Gasherd stehen. Mein Mann schmeißt nichts weg, wir haben noch ein Gasherd. Wunderbar. Wir haben Mittagessen, wir haben Kaffee, wir haben alles. Aber wir versorgen dann, wer möchte, auch alle mit. Habe ich schon angeboten, ob sie Mittagessen kochen möchten. Macht man doch. Wir kennen uns so lange hier noch. Hm. Ja, so sieht das jetzt hier aus. Aber wie gesagt, wir haben noch ein Weltglück gehabt. Da im Sachswinkel und Alexanderplatz war es ja viel schlimmer. Die hat es ja noch viel doller erwischt. Am Mittag informiert der Krisenstab in einer Presserunde über den Stand der Dinge und die nächsten Maßnahmen. Also hier im Schanzgebiet von diesen 18 Hektar waren ca. 200 Einwohner von Hassleben betroffen. Und wir mussten 3 Personen evakuieren, die dann mit medizinischen Problemen doch in Sicherheit gebracht werden mussten. Wir hatten leider aber auch so ca. 70 Personen, die in den Gebäuden geblieben sind. Auf eigenen Wunsch ist natürlich für die Feuerwehr dann ein bisschen schwierig, die Lage zu beurteilen. Wenn diesen Personen was passiert in dem Haus, ist natürlich dann auch bei entsprechendem fließendem Wasser schwierig, dort heranzukommen an die Personen, also mit nötigen Aufwand. Also Sie sprachen von sinkenden Wasserstand, aber richtig. Sie haben heute trotzdem noch nicht gepumpt. Warum nicht? Ja, es ist richtig, der Wasserstand sinkt. Das sind kontinuierlich. Das Problem ist nur, dass wenn wir jetzt anfangen zu pumpen, würden wir das Gebäude kaputt machen, indem das aufsteigende Grundwasser, was noch von unten vorhanden ist, diese Gebäude unterspült und wir die Standsicherheit der Gebäude gefährden. Und das können wir leider im Augenblick so nicht machen. Und wir wollen auch den Schaden an den Gebäuden so gering wie möglich halten. Das heißt also, wir würden jetzt zum jetzigen Zeitpunkt mehr Schaden verursachen, als wir mit Pumpen Gutes täten. Das heißt, Hassleben ist noch nicht erledigt. Wann geht es hier tatsächlich weiter? Es ist so, dass wir jetzt hier im Anschluss die nächste Lagebesprechung hier machen werden. Wir werden uns die einzelnen Gebäude zum Teil, soweit wir sie jetzt schon begehen können bzw. rankommen, entsprechend anschauen. Wir werden das beurteilen und so wie wir Möglichkeiten haben, werden wir kontinuierlich anfangen, diese auch zu bearbeiten, also dass auch die Keller dann zu pumpen, so wie uns die Möglichkeiten durch das ablaufende Wasser gegeben sind. Abwarten heißt es noch, bis das Wasser ganz weg ist, rät auch THW-Chef Lars Deuter zum Schutz der Häuser. Der Grundwasserstand liegt jetzt sehr hoch und wenn Sie jetzt so früh pumpen würden und die Keller, der Grundwasserstand in den Gebäuden tiefer werden würde als der übrige Grundwasserstand, dann würden die Gebäude auftreiben, würden Auftrieb kriegen oder würden Boden ausspülen. Und dann sollte man die Bevölkerung schon bitten, auch eigene Maßnahmen so lange zu unterbinden, bis diese Grundwasserstände sich wieder eingepegelt haben. Das ist unendlich wichtig, damit die Gebäude am Ende keinen Schaden nehmen. Das ist ein gut gemeinter Ratschlag. Genau darum kann die Feuerwehr jetzt aus der Zeit nichts weiter unternehmen, weil wir warten müssen, bis sich dieser Zustand einstellt. Und mit ein bisschen Hoffnung sehen wir, es strömt ab, könnte es in den nächsten Stunden, Tagen deutlich besser werden. Aber es nützt jetzt wirklich nichts, übereuphorisch zu sein. Man macht jetzt mehr Schaden durch das Pumpen als später. Er und Einsatzleiter Volker Dammköhler vom THW waren mit unzähligen Helfern im gesamten Harzkreis im Einsatz. Wir waren zuerst vor Ort gewesen mit gesamt 50 Kameraden des THW. In den Folgetagen waren es dann 40, gestern 18 Kameraden. Dies im Zwei-Schicht-System, da wir uns halt immer abtauschen müssen, Tag- und Nachtschicht. Und das auch überörtlich? Jawohl, ja. Ja. Ilsenburg, Derenburg, Bönshausen, Halberstadt, Hassleben. Ja. Die ganzen Schwerpunkte habt ihr mit unterstützt? Richtig. Direkt. Wie geht es jetzt für euch weiter? Wertet ihr so einen Einsatz auch aus? Auf jeden Fall. Das machen wir sofort nach dem Einsatz in Ortsverband. Auswerten halt, wo lagen Fehler, Schwachpunkte, um dies halt zu korrigieren für den nächsten Einsatz gleich.
THW aus Quedlinburg mit vielen Helfern im Einsatz. Was waren die Schwerpunkte, womit konntet ihr helfen? Ja, wir sind seit 4 Tagen im Einsatz. Unsere Hauptaufgabe war natürlich die Fachberatung, also den technischen Sachverstand zur Unterstützung der Feuerwehren beizutragen, um die Deichsicherung abzusichern, Sandsackverbau zu machen, Sandsackabfüllplätze einzurichten, ein Stückchen die Logistik mit zu organisieren, mit zu unterstützen. Und ja, eigentlich haben wir immer dicht am Wasser gearbeitet. Wir sind aber nicht der einzige Ortsverband. Wir haben ja hier viele Ortsverbände zusammengeführt, um der Bevölkerung hier vor Ort effektiv helfen zu können. Das war der Ortsverband Halberstadt natürlich hier vor Ort, der mit ansässig ist. Da hat Ortsverband Salzwedel, Berliner Ortsverbände waren dabei. Wir haben Staßfurt und Kalbe mit im Einsatz gehabt zum Ausleuchten. Die Oschersleben waren dabei, sodass wir auch eine ganze Menge Kräfte hatten. Und das alles auf Anforderung der für die Gefahrenabwehr zuständigen Behörden, zur Unterstützung halt der Feuerwehren und anderer Fachbehörden hier in der Region. Ute Pesselt hofft, dass nach dem Aufräumen auch die Ursachen geprüft und notwendige Maßnahmen ergriffen werden, damit den Harzlebern der Goldbach nicht nochmal so eine böse Überraschung bereitet. Es ist eigentlich Sommer und man freut sich, dass die Kinder Ferien haben. Und wenn dann sowas passiert, ist das aus meiner Sicht eine Sache, die tragisch ist, auf der anderen Seite dazu führt, dass man sich wieder mal der Tatsache bewusst wird, wie wichtig es ist, dass es diese freiwilligen Kräfte gibt, die zur Stelle sind, wenn man sie braucht. Nicht einfach in der Gesamtschadenslage des Harzes zu sagen, welche Feuerwehr fährt wohin, welche Einsatzkräfte des THW löschen diesmal kein Feuer, sondern beseitigen Schadenslagen. Für mich und meine Verwaltung heißt das jetzt, das Ganze auch aufzuarbeiten, zu analysieren. Und da bin ich sicherlich nicht die Einzige. Man hat gestern in den Medienberichten wahrgenommen, dass sich viele Einsatzkräfte fragen, wo kommt das Ganze her? Und genau das ist aus meiner Sicht jetzt die Aufgabe aller Verantwortlichen, auch in unserem Land, danach zu fragen, müssen Planungen und Planfeststellungsverfahren so viele Jahre dauern, dass man gegebenenfalls nicht zeitnah darauf achten kann, dass Maßnahmen umgesetzt werden. Wir haben nun mal unsere Gewässer und der Goldbach, der relativ klein ist, kann sich eben auch zum Problem entwickeln und das eben zu einem so tragischen Problem, wie es hier Harzleben getroffen hat. Und ich wünsche mir halt einfach, dass diese Dinge zum Anlass genommen werden, zu überdenken, ob gesetzliche Forderungen, die mit Bauen und Planen zusammenhängen, vielleicht in Zukunft kürzere Zeiträume in Anspruch nehmen dürften. Abschließend von meiner Seite auch nochmal an alle hier in Harzleben und nicht nur in Harzleben, auch gestern in Wegeleben, in Dittfurt, in der Einsatzleitung. Ganz herzlichen Dank für die Sache, wie man sich hier vor Ort geordnet, bewegt hat, positioniert hat. Ich habe zumindest selbst den Eindruck gewonnen, es war einfach nur wichtig, Leute in den Arm zu nehmen, sie praktisch ihnen zu sagen, es wird irgendwann alles wieder gut. Das ist jetzt eine Geschichte, die werden die Leute am Wochenende vielleicht noch nicht so wahrnehmen. Ich wünsche mir eigentlich nur, dass das, was hier jetzt passiert ist, noch erneut Anlass dazu bietet, auch insbesondere den freiwilligen Helfern und dem Ehrenamt, das muss man an dieser Stelle auch immer wieder sagen, die entsprechende Würdigung zu geben und nicht immer darauf zu bauen, sie werden schon kommen, sondern es ist einfach auch so, Sie sehen es, ich möchte nicht am Ende sehen, was unterm Strich an finanziellen Mitteln aufgewandt werden musste, um das Ganze hier zu wuppen. Ganz toll haben sich die ansässigen Firmen verhalten, sowohl hier als auch in Wegeleben. Ohne die Hilfe der großen Agrargenossenschaften und deren spontaner Unterstützung wäre das alles hier nicht leistbar gewesen, beziehungsweise sie standen euch gut zur Seite. Des Weiteren Dank an alle Arbeitgeber, die ihre freiwilligen Kräfte freigestellt haben. Das ist eine Sache, die ist nicht hoch genug einzuschätzen, das insbesondere in der Urlaubszeit. Und ich wünsche mir eben natürlich, dass das, was hier die Bevölkerung bewiesen hat, die jungen Leute bewiesen haben, indem sie einfach spontan vor Ort erschienen sind, geholfen haben, wo sie konnten, mitgenommen wird in den zukünftigen Alltag, um mal zu schauen, ist es nicht auch möglich, sich in freiwilligen Organisationen irgendwo mit zu engagieren. Denn das, was die tun, hat nicht nur mit Spaß zu tun und mit Pumpen auf eine Zielscheibe zu gehen, sondern das hat im Ernstfall tatsächlich damit zu tun, dass man professionell mit Technik umgehen kann, dass man professionell in der Lage ist, die neuralgischen Punkte zu entdecken.
Der Rückgang des Wassers und hoffentlich gutes Wetter am Wochenende. Darauf hoffen die Haasleber, damit sie ihre Häuser möglichst schnell wieder trocken bekommen. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Die Wetteraussichten werden präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt. Der Sonntag macht seinem Namen alle Ehren, denn er wird sonnig und warm. Am Morgen ist es leicht bewölkt mit Werten um 19 Grad. Mit 28 Grad und klarem Himmel wird es mittags kräftig warm. Am Abend ziehen wieder Wolken auf und die Temperatur sinkt ab auf 25 Grad. In der Nacht wird es wieder klar, die Werte gehen dabei zurück auf 19 Grad. Der Auftakt in die neue Woche beginnt leicht bewölkt bei Temperaturen um 26 Grad. Fahrzeuge Bögelsack. Beste Preise und leidenschaftlicher Service. Wir haben immer mehr als 250 Fahrzeuge an unseren Standorten in Halberstadt für Sie vorrätig. Automobile sind unsere Leidenschaft und genau so ist unser Service. Egal welche Marke Sie fahren. Wir sind kompetent, qualitätsbewusst und in den Preisen fair. Fahrzeuge Bögelsack. Zweimal für Sie in Halberstadt. Schlafen Sie wie auf der AIDA in Ihrem neuen Boxspringbett von Möbelmüller in Thale. Und sichern Sie sich jetzt 20% auf alle Boxspringbetten. Lassen Sie sich dazu kompetent im Möbelhaus in Thale beraten. Und Probeliegen geht natürlich auch bei Möbelmüller in Thale in der Steinbachstraße 5a. Frisches Design aus Frankreich für den Harz. Der Citroën C4 Cactus mit Airbag-Technologie. Ein Kompakt-SUV mit Persönlichkeit, voll moderner und nützlicher Technologie und Motoren der neuesten Generation. Lernen Sie das innovative Fahrzeug bei einer Probefahrt kennen. Das Team Konrad im neuen Citroën Autohaus in Quedlinburg, Bicklingsbach 4, präsentiert Ihnen auch gern die weiteren Modelle von Citroën und bietet Ihnen besten Rundumservice zu attraktiven Konditionen. Le Car, le Caractère. Citroën. Erleben Sie bei Schubinski innovative Produkte für höchste Ansprüche und Technik und Lösungen mit Leidenschaft. EP Media Park Schubinski. Mein Service macht den Unterschied. Entdecken Sie die neue Vielfalt in der erweiterten Merchandise-Abteilung. Große Auswahl an Artikeln mit Motiven der bekannten und beliebten Serien wie The Walking Dead oder Game of Thrones sowie Plüschtiere der Nintendo GameStars. Lassen Sie sich zu diesen Angeboten gern bei uns beraten. Jetzt noch größer, noch schöner, noch besser. Monsator in Wernigerode, Ihr Spezialist für Küchen- und Haushaltsgeräte in der Minzlebener Straße. Profitieren Sie von kompetenter Beratung, Verkauf und Küchenmontage aus einer Hand. Entdecken Sie außerdem die Hausgerätevielfalt bei Monsator. Mit aktuellen Geräten von Miele, Siemens, Bosch, Gaggenau, AEG und vielen weiteren Herstellern. Nutzen Sie auch den professionellen Haushaltsgeräte-Reparaturservice für Waschmaschine, Kaffee-Vollautomat und Co. Monsator, Ihr Hausgeräte- und Küchenspezialist in Wernigerode, Minzlebener Straße 43. Hotel Stubenberg, ein Ort zum Wohlfühlen. Genießen Sie die frisch zubereiteten regionalen Speisen im Restaurant oder die leckeren Spezialitäten vom Grill im rustikalen Biergarten. Feiern Sie mit der Familie, mit Freunden oder Kollegen im stilvollen Ambiente. Übernachten Sie in komfortablen Zimmern mit Balkon. Und die attraktive Aussicht gibt es gratis dazu. Das Team vom Stubenberg wünscht Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Stadtwerke Blankenburg. Kompetenz vor Ort. Wir bieten Ihnen einen ausgezeichneten Kundenservice mit informativer und individueller Beratung. Machen uns mit erneuerbaren und alternativen Energien stark für den Klimaschutz und engagieren uns für die Menschen in der Region.
Stadtwerke Blankenburg, Ihr Partner vor Ort. Alle Infos unter sw-blankenburg.de. AOK-Versicherte haben's besser, denn sie zahlen weniger. Jetzt zur günstigen Krankenversicherung aus Sachsen-Anhalt wechseln. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.besserhaben.de. AOK, die Gesundheitskasse. Yippie, yippie, yippie! Und wieder ein zufriedener Möbelmüller-Kunde. Möbelmüller in Thale bringt tolle Möbel und Küchen. Qualität, an der Sie lange Freude haben. Die Möbel von Müller. Möbelmüller in Thale. Das erste Einrichtungshaus in Sachsen-Anhalt mit TÜV-geprüfter Servicequalität. Yippie, yippie! Neue Bänke für die Blütenstadt. Mehr Sitzgelegenheiten sollen aufgestellt werden. Unterhalb des Schnappelbergs stehen zwei neue Holzbänke mit schmiedeeisernem Gestell. Gern werden die Sitzgelegenheiten am Lühner Torplatz von den Innenstadtbesuchern in Anspruch genommen. Gesponsert wurden die Bänke von der Blankenburger Kaufmannsgilde, die sich vor einem halben Jahr aufgelöst hatte. Bänke stammen aus der Auflösung der Blankenburger Kaufmannsgilde. Die hat sich ja bekanntlich aufgelöst und nach allen Prüfungen ist Geld übergeblieben. Das Geld steht dann satzungsgemäß der Stadt Blankenburg zur Verfügung. Und wir hatten die Bitte, dass man dafür dann zwei Bänke hier in der Innenstadt kauft und die dann auch installiert. Der technische Eigenbetrieb der Stadt, der auch für die Grünanlagen zuständig ist, hat die Bänke aufgestellt. Der Haushalt der Blütenstadt lässt solche Anschaffungen nur im begrenzten Rahmen zu. Ja, wir haben natürlich gerade im Altstadtkern und im Teepark einige Bankstandorte. Wir haben auch einen Plan, es gibt eine kleine Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt hat, interessante Standorte auch noch herauszuarbeiten. Wir sind jetzt gerade dabei, bestimmte Standorte, die es schon gibt, zu erneuern, heute dank der Kaufmannsgilde. Und wer Interesse hat, den einen oder anderen Standort noch herauszuputzen, der kann sich gerne bei uns melden, denn wir haben ja eine Initiative für Blankenburg und die räumt die Möglichkeit ein, auch eine Bank käuflich zu erwerben. Die wird dann hergestellt, mit dem Namen des Sponsors untersetzt und natürlich unserem Slogan Blankenburg blüht auf. Und dann können wir gemeinsam an der einen oder anderen Stelle hier in Blankenburg auch hoffentlich in Zukunft neue und weitere Standorte einweihen. Auf der anderen Seite des Lühner Torplatzes stehen bereits zwei weitere Bänke. Diese wurden von der Initiative für Blankenburg aufgestellt. Auf dem Lühner Torplatz haben wir dieses Jahr erstmalig auch eine neue Aktion gestartet. Und zwar haben wir selber angefangen, Bänke zu bauen bzw. zu erzeugen, haben sehr, sehr schöne Füße dafür herstellen lassen bzw. gießen lassen in dem Fall, worauf das Blankenburger Stadtwappen abgebildet ist. In dem Fall steht auch noch Initiative für Blankenburg drauf, weil wir die jetzt erstmalig gesponsert haben. Zielstellung ist eigentlich, dass solche Bänke, sage ich mal, engagierte Bürger sponsern. Dafür kommt dann der Name des Sponsors mit auf die Bank über das Blankenburger Stadtwappen. Und von den Geldern wollen wir eben weiterhin unsere Projekte finanzieren und beispielsweise auch Spielgeräte für Spielplätze anschaffen und ähnliche Aktionen eben unterstützen. Um noch weitere Bänke aufzustellen, sind Sponsoren notwendig. Wir gehen aktuell davon aus, dass es ca. 200 Euro sind, wovon ca. 80 bis 100 Euro im Materialaufwand und der Rest ist dann eben für unsere Projekte. So ist der Ansatz. Was von den Blankenburgern bemängelt wird, ist die reduzierte Anzahl von Bänken im Teepark. Nur um den Springbrunnen herum stehen noch einige. Ja, das ist in der Tat so. Uns erreichen häufig Anfragen, warum denn im Teepark relativ wenig Bänke stehen. Das hat in erster Linie leider Gottes mit Vandalismus zu tun. Die Bänke, es waren über 35 früher, heute sind es noch 7, sind leider in den letzten Jahren immer wieder zerstört worden. Wir haben uns jetzt entschieden, dort einen anderen Typ von Bänken aufzustellen, also ich sag mal, die robuster sind. Und das wollen wir in den nächsten Jahren auch umsetzen, damit die Bürgerinnen und Bürger und die Gäste unserer Stadt auch wieder ein wenig öfter verweilen können und mehr Möglichkeiten vor allem haben. Nun hoffen viele, vor allem ältere Blankenburger, dass die neuen und alten Bänke nicht wieder durch Vandalismus zerstört werden. Denn es ist angenehm, hier zu sitzen. Teile
Talsperre Wendefurt feiert ihren 50. Geburtstag. 1957 wurde bereits mit dem Bau dieses Stauwerkes begonnen. Aber aufgrund einer längeren Pause ging sie erst am 23. Februar 1967 in Betrieb. So ist sie mit 50 Jahren bedeutend jünger als ihre große Schwester die Rappbode-Talsperre und mit 43 Metern Stauhöhe noch nicht einmal halb so hoch. Sie ist Teil des Bodewerkes und dient dem Hochwasserschutz, der Niedrigwasseraufhöhung, der Stromerzeugung und der Naherholung. Hinter ihrer 230 Meter langen Mauer können über 9 Millionen Kubikmeter Wasser angestaut werden. Am 23. September wird der Geburtstag dieses wichtigen Bauwerks mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. Ansonsten haben Besucher natürlich weiterhin die Möglichkeit, mittwochs und samstags an Führungen durch das Innere der Staumauer teilzunehmen. Brockenhaus ist neues Geopark-Informationszentrum. Nach einer Wanderung rund um Norddeutschlands höchsten Gipfel nutzen zahlreiche Besucher gern die Möglichkeit, ins Nationalparkhaus zu gehen, das täglich von 9.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet ist. Im Brockenhaus, der früheren Abhörzentrale der Staatssicherheit, erhalten Sie eine Vielzahl von Informationen. Die Geschichte des Hauses, die Flora und Fauna des Berges sowie die Entwicklung des Nationalparks werden anschaulich dargestellt. Jetzt ist das Haus auch eins von bisher drei Informationszentren des UNESCO-Geopark Harz Braunschweiger Land Ostfalen, das im Harzkreis diese Auszeichnung erhält. Auszeichnen können wir nur Standorte, die mindestens 5 Tage in der Woche Gäste empfangen, und zwar mit qualifiziertem Personal, die also auch Auskunft geben können, die das komplette Informationsmaterial des Geoparks vorhalten für ihre Gäste und aus Schutzgründen darauf verzichten, wertvolles geologisches Material zum Verkauf anzubieten. Für viele Touristen der Harzregion ist der Brockenbesuch ein Muss. Auch die Freunde der Geologie werden in diesem Haus garantiert fündig. Anschaulich erfahren Sie hier alles über die Entstehung des Harzgebirges und seiner geologischen Besonderheiten. Die schönsten Bilder werden gesucht. Die Gemeinde Hü und die Stadt Osterwiek haben alle Kinder ihrer Region aufgerufen, sich am Malwettbewerb unter dem Motto »Ein schönes altes Haus« zu beteiligen. Zahlreiche Touristen kommen hierher, weil die Orte besonders viele schöne historische Gebäude haben. Sie sind begeistert von den Fachwerkhäusern, Burgen, Kirchen und Schlössern. Gefragt sind nun die alten Gebäude, die den Kindern, die hier wohnen, am besten gefallen. Teilnehmen können alle bis 14 Jahre. Die besten Bilder mit unterschiedlichen Techniken werden ausgestellt und prämiert. Abgegeben werden können die Kunstwerke bis zum 30. August im Ortsteil Dingelstädt am Hü, Bahnhofstraße 243 oder bei der Stadtinformation in Osterwiek am Markt 10. Prävent pur von Foxy Moon. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Suchen Sie eine neue Wohnung? Wir machen Ihnen die Suche leicht mit unserem vielfältigen Wohnungsangebot in Halberstadt. Damit Sie gut, preiswert und zukunftssicher wohnen. Zeitgemäß, modern, perfekt für Ihre Familie. WGH – Freunde fürs Leben. Wir begleiten Sie stressfrei in die eigenen 4 Wände. Unser Serviceteam berät Sie individuell. Informieren Sie sich jetzt im Mitgliederservicezentrum oder im Wohnungsmarkt im Internet unter wgh.de.
Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige. Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Alle Angebote im Überblick finden Sie auch im RAV-Teletext ab Seite 301. Millionenprojekt abgeschlossen. Die Bauarbeiten am B6N-Zubringer bei Thale sind vorfristig beendet. Abwechslung in den Ferien für diese Thalenser Kinder, denn sie durften nach der Fertigstellung des Bauprojektes die L240 und die L92 offiziell freigeben. Wenn ihr jetzt gleich losschneidet, damit geben wir die Straße frei und wünschen unfallfreie Fahrt. Auf geht's! Bürgermeister Thomas Balzerowski, Verkehrsminister Thomas Webel und der Präsident der Landesstraßenbaubehörde Uwe Langkammer gaben lediglich Hilfestellung beim Durchschneiden des Bandes. Sie konnten zuvor den vorzeitigen Abschluss der Bauarbeiten des dritten Bauabschnittes bekannt geben und sich bei allen Beteiligten bedanken. Wir haben alle gemeinsam das Ziel erreicht und eine leistungsfähige Straßenverbindung von der L85 bzw. B6 bei Westerhausen über Warnstedt bis hierher nach Thale geschaffen. Das bedeutet nicht nur eine Entlastung der Einwohner, zum Beispiel von Warnstedt, sondern leistet natürlich auch einen aktiven Beitrag zur Verkehrssicherheit und nicht zuletzt zur besseren Anbindung dieser Region an die B6. Am 15. Oktober 2012 haben wir den mittleren Abschnitt mit dem ersten Spatenstich in der Höhe des Kreisels bei Warnstedt eigentlich das Projekt eröffnet und diesen Abschnitt dann auch bis Ende 2013 fertiggestellt. Der sogenannte erste Bauabschnitt, also der nördlichste, von Warnstedt aus bis zur heutigen L85 bei Westerhausen, hing finanziell lange in der Luft. Und im Herbst 2013 nahm dann die Sache dank finanzieller Unterstützung durch die EU richtig Fahrt auf und konnte dann 2015, ebenfalls im August, hier übergeben werden. Während dieser Zeit wurden natürlich schon erste Arbeiten am dritten Bauabschnitt, über den wir jetzt reden, zum Beispiel Leitungsverlegung und ähnliche Geschichten, vorbereitet. Der dritte Bauabschnitt ist zwar nominell mit rund 500 Metern Länge im Zuge der L240 und etwa 800 Meter im Zuge der L92 zwar der kürzeste, aber durch die Stadtnähe hat er natürlich an alle Beteiligten hohe Anforderungen gestellt. Wir waren natürlich sehr froh, dass Anfang 2016 für diesen Abschnitt nicht nur die technischen und rechtlichen Voraussetzungen vorhanden waren, sondern auch die finanziellen, um diesen Abschnitt dann im Mai 2016 zu beginnen. Und heute sind wir dann in der glücklichen Lage, diesen insgesamt knapp 7 Kilometer langen Abschnitt der L240 vollständig in Betrieb zu nehmen. Ich bedanke mich in diesem Zusammenhang bei allen Beteiligten, die uns letztendlich das alles ermöglichten. Liebe Thalex als Maskottchen der schönen Stadt Thale und vor allen Dingen liebe Kinder, schön, dass ihr heute hierher gekommen seid, trotz eurer freien Zeit in den Ferienspielen. Ihr habt bestimmt schon die ganze Zeit Langeweile, freut euch auf diese neue Straße, aber besonders freut ihr euch auf das neue Schuljahr, oder stimmt das nicht? Ja, siehste. Ja, und wir freuen uns mit euch gemeinsam über die heutige feierliche Verkehrsfreigabe für den dritten Bauabschnitt der Um- und Ausbaumaßnahme Thale-Westerhausen. Und mit dem Bau der B6N und der Fertigstellung dieser Bundesstraße verfügen wir in Sachsen-Anhalt über eine moderne, qualitativ hochwertige Verkehrsachse in West-Ost-Richtung. Diese ist so gut ausgebaut, dass der Bund dem Werben der Region und dem Antrag des Landes Sachsen-Anhalt zur Umstufung auf eine Autobahn positiv beschieden hat. Und diese Autobahn wird A36 heißen, Braunschweig-Bernburg. Und ich denke, sie wird dann von der A39 Braunschweig bis zur A14 nach Bernburg gehen. Eine schnelle Verkehrsanbindung braucht natürlich auch Zubringerstraßen. Und deshalb war es wichtig, dass die Planung für den Ausbau der Strecke Thale-Westerhausen rechtzeitig begonnen wurde.
Allen war klar, dass es keine normale alltägliche Sanierungsmaßnahme ist, sondern eine enorm komplizierte Angelegenheit. Eine Um- und Ausbaumaßnahme ist in den meisten Fällen schwieriger in der Baudurchführung als ein Neubau einer Strecke, denn die vorhandenen Gegebenheiten müssen berücksichtigt werden, sie müssen in die Planung einbezogen werden und sie schränken natürlich die Handlungsspielräume für die Planer und die Baufirmen massiv ein. Bei dem Ausbau von Thale nach Westerhausen kommt noch dazu, dass die Strecke über 7 Kilometer lang ist und deshalb wurde diese Maßnahme ja auch in 3 Bauabschnitte unterteilt. Der erste wurde April 2014 begonnen und natürlich haben wir heute den letzten Abschnitt, den wir freigeben wollen. Und ich denke mal, wir haben hier in den letzten Abschnitt allein über 3 Millionen Euro investiert und für alle Bauabschnitte rund 12 Millionen Euro. Und deshalb kann auch die Landesstraßenbaubehörde, insbesondere der Regionalbereich West, Herr Hörold, sehr stolz sein. Es ist die größte Straßenbaumaßnahme, zusammenhängende Maßnahme zurzeit, die an Landesstraßen in Sachsen-Anhalt realisiert worden ist. Und um solch eine komplexe Maßnahme realisieren zu können, ist es wichtig, dass sich alle Beteiligten im Vorfeld und während der Baumaßnahme abstimmen. Und es ist ja schon gesagt worden, viele haben dazu beigetragen. Zuletzt wurde die L92 in der Ortslage bis zum Kahlenberg grundhaft ausgebaut, sowie in Richtung Timmenrode auf 130 Metern grundhaft erneuert. Dazu gab es eine Vollsperrung, die nun aufgehoben wurde. Frank Müller vom gleichnamigen Möbelhaus und DDR-Museum sowie weitere Talenser mit echten Ostmobilen durften als Erste die neue Straße einweihen und nahmen Minister und Bürgermeister auf die ersten Ehrenrunden rund um den Kreisel mit. Aufatmen für alle Talenser und Anlieger und die Besucher der Stadt, denn die jahrelangen Umleitungen in die Stadt haben nun ein Ende. Gleichzeitig ist die Burdestadt nun optimal an die bisherige B6N und zukünftige A36 angebunden. Und darauf ist der Bürgermeister stolz, während er an die ursprünglichen Planungen erinnert. Aber noch mal einige Jahre zurück, die Stadt Thale sollte ja ganz ursprünglich gar keinen Anschluss an die B6N, an die Autobahn bekommen. Und das haben wir auch damals geschafft, wir Thalenser, das Recht uns zu erkämpfen, einen Anschluss zu bekommen. Und dann haben wir wiederum um diese Anbindungsstraße gekämpft, auch mehrere Jahre, über Trassenführung und Ähnlichem, über die Finanzierung. Und wir hatten eine ganze Reihe von Menschen, die uns geholfen haben, auch die Bürger durch Unterschriftensammlungen, um das Ganze heute, am heutigen Tag, zu vollenden. Recht herzlichen Dank für alle die, die sich dort engagiert haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch die Stadt Thale hat fast 1 Million Euro mit aufgewandt für die Nebenanlagen und für die Abbiegungen, die hier notwendig sind. Sie sehen, dass diese Straße eine sehr hohe Verkehrsfrequenz hat. Daraus lässt sich auch erahnen, wie wichtig diese Straße für Thale ist. Aber an der Stelle ist es meistens so in Thale, wenn wir eine Baustelle erledigt haben, gibt es 2 neue. Wir werden in diesem Jahr noch ein Symbol auf den Kreisel setzen. Recht herzlichen Dank auch für die Zustimmung hier des Landesbetriebes, nämlich das Symbol des Eisenhüttenwerkes Thale. Es kündet von der Kraft dieser Stadt in der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart und in der Zukunft. 2000 Industriearbeitsplätze haben wir in Thale, aber wir reden über eine weitere Baustelle, das sind die Radwege. An der Stelle haben wir da auch noch etwas zu tun, aber auch hier sind wir in guten Gesprächen mit dem Ministerium, mit der Landesbauverwaltung, um auch dort noch weiterzumachen, weil ich denke, der Radtourismus gerade auch im Harz und Harzvorland muss auch noch entsprechend weitergemacht werden. Also insofern gibt es keinen Grund, feiern auf jeden Fall, aber Pause zu machen, sondern weiter sich zu engagieren für unsere Heimatstadt und vor allen Dingen am Ende auch für euch, dass ihr eine Zukunft habt in unserer schönen Heimatstadt Thale. Recht herzlichen Dank. »2017 wird ein besonderes Jahr.
Diesen Satz hörten auch die Schüler im Religionsunterricht des Wilhelm und Alexander von Humboldt-Gymnasiums in Hettstedt schon lange bevor das Jahr überhaupt in Sicht war. Doch für die Jugendlichen der Klassenstufe 10 im Jahr 2015 war ziemlich schnell klar, man muss nicht nur reden, man sollte sich auch beteiligen. So entstand in einem gemeinsamen Brainstorming mit Lehrerin Ines Vogt die Idee eines ganz besonderen Luther-Projektes unter dem Titel »Wir auf Luthers Spuren«. Schüler und Schülerinnen aus ganz Sachsen-Anhalt sollten ein Stück auf dem Lutherweg wandern und sich dabei mit dem Leben und Wirken des Reformators auseinandersetzen und Verbindungen in die Gegenwart, Thesen zum Alltag heute finden. Diese Eindrücke wollte man in einer großen Schriftrolle festhalten. Am 21. April 2016 startete das Projekt im Zentrum Taufe in der Lutherstadt Eisleben, da, wo auch der kleine Martin Luther einst getauft wurde, ganz offiziell. Schon zu diesem Zeitpunkt hatte das Vorhaben große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. So konnte die Landrätin des Landkreises Mansfeld-Südharz, Frau Dr. Angelika Klein, der Präsident des Landesschulamtes Sachsen-Anhalts, Thorsten Klime, und die Oberbürgermeisterin der Lutherstadt, Jutta Fischer, begrüßt werden, die sich alle sehr interessiert an dem Schülerprojekt zeigten. Mit Musik und sogar einem kleinen Theaterstück schufen die Schüler eine sehr ansprechende und informative Auftaktveranstaltung. Doch wie das Projekt nach außen tragen? Dazu nutzte man die traditionelle Variante mit einem Brief an die Schulen und zusätzlich die modernen sozialen Medien. Ein Aufruf durch Martin Luther per Video wurde in Szene gesetzt und veröffentlicht. Du kommst zur richtigen Zeit, mein Schüler. Ich habe gerade einen Geistesblitz bekommen. Weißt du, was Thesen sind? Ja, natürlich. Nun dann, ich werde solche Thesen verfassen und alle politischen, sozialen und wirtschaftlichen Probleme in der Welt darin bemängeln. Du wirst sehen, ich bin nicht der einzige unzufriedene Mensch. Denn sobald ich meine Thesen veröffentliche, werde ich Anhänger finden. Komm mit! Und ihr auch! Es muss eine Veränderung geben. Wandert, Menschen, wandert! Wandert mit mir und verbreitet mein Gedankengut. Am Rande des Kirchentages im Mai 2017 luden die Schüler erneut ein. Zum Abschluss des Projektes und diesmal in das Lukas-Kranach-Gymnasium nach Wittenberg. Bis dahin hatte das Projekt ein erstaunliches Eigenleben entwickelt und weite Kreise gezogen. Sogar Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Dr. Rainer Haseloff nahm an der Abschlussveranstaltung teil. Die Hettstädter berichteten nochmals von den Anfängen des Vorhabens, über dessen Verlauf bis hin zu diesem Tag in Wittenberg. Die lang ausgerollte Bulle mit den vielen Berichten und Namen der Teilnehmer einzelner Wanderetappen unterstrich diesen Bericht. Und der war eindrucksvoll. Die erste Wanderetappe nahmen die Hettstädter am 24. April 2016 selbst in Angriff. 58 Wanderlustige trugen sich in der Kirche auf Schloss Mansfeld als allererste in die große Bulle ein. Dann Überraschung. Völlig unerwartet schneite es dicke Flocken vom Himmel und so begann die erste Wanderung eben mit Schnee. Vorgetragene Luther-Zitate lockerten die Wegstrecke von rund 8 Kilometern auf. Weiter fragt ihr, warum ich nicht heirate. Darüber dürft ihr euch nicht wundern, da ich doch so ein berüchtigter Liebhaber bin. Am Zielort in Bendorf wurde nun der Staffelstab, also die Schriftbulle, an die dortige Sekundarschule übergeben. Diese Schüler wanderten dann bereits eine Woche später die zweite Etappe. Eine weitere teilnehmende Schule war das Martin-Luther-Gymnasium aus Eisleben. Dort begab man sich auf eine sehr geschichtsträchtige Strecke. Von der Taufkirche des Reformators ging es bis zur Kalten Stelle in Unteresdorf, da, wo Luther auf seiner letzten Fahrt nach eigenen Berichten ein kalter Wind zum Frieren brachte. Immerhin war das Wetter bei der Wanderung besser. Bei einer kurzen Pause, gestaltet vom Doppelquartett der Schule in der St. Jüdger- und Maternuskirche Unteresdorf, konnte nochmals Kraft für die letzten Meter des Weges gesammelt werden. Auch hier auf der Wanderung immer dabei die Bulle. Manche Schulen machten die Wanderung zu einem besonderen Projekt. Die Schüler des Christian-Wolff-Gymnasiums in Halle blieben innerhalb der Stadt und haben bei einem Rundgang kleine Vorträge gehalten. Die Vertreter des Elisabeth-Gymnasiums aus Halle drehten ein eigenes Video. Diese Schule war nicht gewandert, sie stiegen aufs Rad und absolvierten dafür eine beachtlich lange Strecke. Von Halle ging es zum Petersberg und dann über Brachstedt bis nach Landsberg. Durch diese vielfältigen Aktivitäten in ganz Sachsen-Anhalt wurde das Projekt sogar über die Landesgrenzen hinaus bekannt.
So erhielten die Schüler aus dem Zukunftsfonds für Schulprojekte der PSD Bank Braunschweig Anerkennung für ihre Arbeit in wörtlicher und finanzieller Form. Große Freude bei den Hettstädtern über diese Auszeichnung. Insgesamt hat der Erfolg des Projektes die Gymnasiasten überrascht. Also das schönste Erlebnis, denke ich, war einfach der Moment, als wir die Thesenrolle wiederbekommen haben, als sie mit der Post bei uns einsprudelte und wir sie dann ausgerollt haben, ohne wirklich erstmal die ganze Thesenrolle ausrollen zu können, weil sie so lang war. Und man hat dann alle Etappen gesehen, alle Schuhe, man hat gesehen, was sie gemacht haben. Wir waren ja leider nicht bei jeder Etappe dabei, die gewandert wurde. Und man hat dann einfach miterlebt, was das Projekt wirklich alles bewegt hat. Und das war schon so ein bisschen Gänsehautmoment. Das Küchenstudio Spiegelstraße in Halberstadt. Ihr 1A-Fachhändler vor Ort bietet alles, was das Herz begehrt. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Montage wird Ihr Küchentraum zur Wirklichkeit. Die Veranstaltungstipps werden präsentiert vom Küchenstudio Spiegelstraße. Momentan ist im Halberstädter Kulturbahnhof einiges los. Eine Sonderausstellung lässt die Visionen des Florentiner Universalgenies Leonardo da Vinci zum Leben erwachen. Im Mittelpunkt stehen die Maschinen und Maschinenelemente, die Leonardo erfunden, erweitert und verbessert hat. Dabei sind unter anderem der einzigartige Da Vinci-Panzer und seine Flugmodelle. Selbstverständlich darf auch die berühmte Mona Lisa nicht fehlen. Außerdem ist der überwiegende Teil der Ausstellung interaktiv gestaltet und darf angefasst und ausprobiert werden. Noch bis zum 10. September schmücken Da Vincis Werke täglich von 11 bis 18 Uhr die Räumlichkeiten des Kulturbahnhofs. Liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rheinwelt. In dieser Sendung möchte ich Ihnen mal unseren ganz neuen Waschkraftverstärker vorstellen. Ein Waschkraftverstärker mit extra viel Sauerstoff. Sein Name ist Mikrowiesel, sieht man hier oben, das Pulver.